Let's Play! Und damit herzlich willkommen zurück zu der neuen Folge von Mass Effect. Ich bin euer Commander Shepard. Eigentlich war es Minecraft. Und ich bin natürlich euer Spooky. Wer schreibt denn diese gottverdammten Drehbücher? Ah, jetzt verstehe ich. Minecraft und Mass Effect haben was gemeinsam. Ja, und das habt ihr sicherlich schon gemerkt, denn das erste Mashup-Paket ist da und das ist hier Mass Effect Welt. Und was noch so alles in diesem Mashup-Paket drin ist, das gucken wir uns jetzt an in der heutigen Aufnahmereihe. Ich weiß es selber noch nicht, also ich weiß es so von der Theorie her, was alles drin ist, aber ich habe keinen Plan, ich habe es noch nicht gespielt. Ja, natürlich auf jeden Fall mal Textures, also Texturen, und die wählen wir auch mal. Dann sind auch noch Soundeffekte von die Themensongs von Mass Effect sind dabei und auch noch ein paar 40 Skins oder so. Und dann laden wir doch mal, da gucken wir uns das mal an. Da bin ich mal gespannt drauf. Mass Effect Edition. Geil. Ja, direkt. Deswegen habe ich auch noch nicht die neue Playlist laufen. Habe es auch noch nicht fertig gemacht, weil ich wusste, dass wir jetzt das hier machen. Ist jetzt schon etwas länger draus. Ich bin eben nicht dazu gekommen zu recorden. Wegen Diablo 3 und so. Also ich habe es ein bisschen gezogen. So, und da wären wir in unserem Haus. Boah, krass, Alter. Voll die Cyborg-Küche hier. Boah, wie dick. Boah, das sieht ja mal geil aus. Das sind die Schilder. Die sehen ja richtig sexy aus. Ja, der Kühlschrank. Boah, das Schwert, das sieht auch... Was ist denn das überhaupt? Ich weiß gar nicht teilweise, was ich in der Hand habe. Und was ist denn das? Beil. Voll das Cyborg-Beil. Ja, aber die Küche sieht ja mal so mega aus, oder? Was denkt ihr? Boah. Brutal. Hammer. Ja, sogar die Bilder alles geändert. Die Fenster. Die Truhen. Was haben wir hier? Sattel. Boah. Steine. Holztür. Kolben. Werkbank. Oh, Werkbank sieht auch cool aus. Da haben wir sie. Ja, die Stühle. Die sind ja richtig. Boah, ist richtig sexy. Also, es gefällt mir wie eine Sau. Und da werden wir wohl eine Zeit lang damit spielen. Aber ihr könnt auch selber sagen, ob ich da jetzt nicht allzu lange damit spielen soll oder. Ob wir das doch ein bisschen länger beibehalten sollen. Das liegt auch ein bisschen an euch dann. Boah, cool, ey. Also mir gefällt es auf jeden Fall und ich denke, da sollte man doch vielleicht noch ein bisschen mitspielen. Boah, krass, Alter. Also ich bin voll begeistert. Gucken wir uns jetzt alles mal ein bisschen an. Jo. Sieht ja irgendwie aus wie ein Raumschiff, das Haus, oder? Na gut, das soll es wahrscheinlich auch. Na gut, dieser Raum hier ist natürlich so ein Dead Space Gun. Ja, das freut mich vor allem. Es ist natürlich Mass Effect, ist natürlich gerade. So, ich bin ja ein riesiger Fan davon. Das ist natürlich geil. So, hier haben wir auch die Betten. Wir haben auch neues Design. Die Leitern hier schön gestählt. Hier haben wir eigentlich unseren Partyraum. Der sieht jetzt aus wie das Holodeck oder was weiß ich. Was sind das hier überhaupt für Steine? Ich weiß das alles gar nicht mehr, was ich hier verbaut habe. Da muss man sich erstmal umgewöhnen. Ein bisschen für den Sauerstoff hier auf dem Raumschiff. Achso, den Skin wollte ich euch ja zeigen. Ja. Commander Shepard. Und es gibt noch haufenweise andere Skins. Vielleicht gucken wir uns da nachher mal ein bisschen drüber. Hier kann man dann chillen, wenn man gerade auf der Mars-Mission zurückkommt. Wir nennen unsere eigene kleine Mondbase hier. Luna Base. An Earth Control. Wir fliegen nach Hause.
Mad Max World Creeper. Also die Gegner sehen nicht anders aus. Schade, da hätte man ja vielleicht auch keinen so ein bisschen die Mass Effect Skins einbauen in die Gegner. Aber hier. Richtig geil. Boah, die Pilze. So richtig dirty. Zuckerrohr. Das erkennt man bei gar nicht, dass das jetzt irgendwas ist, was man pflanzen kann. Aber das ist ja mal richtig geil, oder? Was denkt ihr? Ich bin mal gespannt, wie der Bogen aussieht. Bestimmt so eine Laserpistole oder so. Boah, unsere Wege sehen ja sowas von göttlich aus jetzt. Ach, hier fehlt noch ein bisschen was. Achso, ja, das Cobblestone ist das dann. Guckt euch die Hütte an. Und hinten das Bauernhaus. Hier die Hightech-Hühnerfarm. Mal gerade, ob die Lava sich auch Kies, oder? Die Lava sieht so richtig bedrohlich brutzelnd aus. Und da gehen wir mal noch in das Lagerhaus. Na cool, da können wir uns mal die Materialien so angucken. Ja, die Türen sehen so geil aus. Boah. Oh, da müsste man sich so erstmal zurechtfinden. Ja, den Diamant konnte man auch nicht mehr dicker aufzeichnen. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt viel mit dieser... Wenn wir hier viel bauen, dann weiß ich natürlich nicht, wie es anders aussieht. Aber das Lagerhaus sieht auch so richtig schön steril aus, so wie man sich das in einem Weltraumbasis oder einem Raumschiff vorstellt. Also das haben sie eigentlich gut hinbekommen, die Texturen, die gefallen, weil die passen hier. Oh, hier ist noch Tür falsch. So, jetzt stimmt's. Apokalypse Now, Baby. Sieht ja richtig gut aus, finde ich. So, Erde haben wir noch dabei. Was brauchen wir eigentlich noch für hinten zu arbeiten? Legen mal das Fleisch und so weg. Ich denke, wir machen dann jetzt auch ein bisschen weiter hinten. Nee, hier oben. Verrottetes Fleisch. Sonst haben wir kein Nahrungsmittel dabei. Monster Ship, genau. Gut, ich muss mich jetzt immer ein bisschen umgucken, weil ich gar nicht weiß, was hier was ist. Bauen wir uns noch ein paar Steinschaufeln. Die brauchen wir, dass wir im Feld ein bisschen vorankommen. Sand und das Zuckerrohr, das Zuckerrohr, das Zuckerrohr, das war Kohle, Samen, Dünger auf der anderen Seite. Ja, hier. Kaktus. Sieht denn der Kaktus aus? Ach, das gucken wir uns gleich auch noch an. Der Kürbis. So, dann machen wir uns noch ein paar Schaufeln und gucken uns noch an, wie der Bogen aussieht. Vielleicht holen wir uns auch einen Ball mit. Gucken, wie viele Pfeile wir haben. So sieht der Bogen aus. Ja, wir haben ein paar Pfeile. Also würde ich sagen, holen wir den Bogen doch mal mit. Krass, krasse Scheiße, ey. So, gucken wir uns den Bogen mal so an. Ist sehr schön. Steine. Wollten wir noch gerade ein paar mitnehmen. Kobbel. Haben wir eigentlich auch... Ah, hier, das sind die Stöcke. Gut. Dann koppeln wir mal...
eine Schaufel zusammen. Hier sind Schaufel, Steinschaufel. 1, 2, 3. Machen wir einfach mal. Und dann reparieren wir hier mal gerade noch. Boah, diese Mass Effect Soundeffekte. Soundtracks. Goldeneier. So, jetzt ist der Creeper weg, oder? Jawohl. Oh, hier wächst gar kein Gras mehr. Ist eigentlich nur noch pure Erde, oder was? Ah, hier ist so ein bisschen Gras rundherum. Das ist wahrscheinlich der Biomübergang. So eine trostlose Weltraumlandschaft eigentlich. Und dann kommen wir hinten zu unseren Feldern. Das sind die Kürbisse. Ah, wir wollen ja auch noch gucken, wie die das sind die Melonen dann, oder? Die Melonen sehen aus wie Kürbisse und die Kürbisse sehen aus wie was weiß ich, Bombenkisten von Zelda oder so. Wie die Kakteen aussehen, wollten wir eigentlich noch gucken. Unsere Vogelscheuche sieht auch ein bisschen seltsam aus. Aber das Wasser sieht irgendwie cool aus in diesen Texturen. Vielleicht liegt das aber auch an der Erde hier rundherum. Und das sind die Kakteen. Die sehen auch aus wie Bombenkisten. Und jetzt wird es auch natürlich gerade dunkel. Das ist super toll. Da können wir uns gerade mal noch schlafen legen, bevor wir hier arbeiten. Nein, wir lassen die Gegner mal kommen. Ach, haben wir noch Holz dabei? Nee, ich glaube, Holz hat gefehlt. Was war denn das jetzt für ein Holz? Verdammt. Ah nein, Eichenholzbretter haben wir noch. Das müssten ja Eichenholzbretter sein, oder? Ja. Der Mond sieht auch ein wenig anders aus. Ach, ich drücke immer Back wegen dem Menü von Diablo. Ja, ich bin eigentlich schon mal gespannt, wie das hier aussieht. So, jetzt brauchen wir hier zwei Felder frei und das dritte ist mit Wasser und das vierte ist Erde. Ich denke, wir machen wirklich 5 Felder. Das soll da eigentlich dann reichen. Ne, nicht Koppel. Wir sind auch Level 19. Da könnten wir eigentlich schon wieder mal überlegen, ob wir da nicht bald auch wieder an den Verzauberungstisch mal gehen. Upsa, Mist. Ja. Komm schon, zack. So, dann machen wir heute mal dieses Feld, denke ich, fertig. Gut, wir waren Level 19. Ach du Scheiße. Oh je. Das habe ich bei Mass Effect auch schon öfters gesehen. Dieses Symbol. Machen wir es mal hell. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Ich hätte sollen schlafen gehen. Aber ich wollte mal gucken, ob sich vielleicht noch irgendwelche Gegner auch unterscheiden äußerlich. Aber ich glaube nicht. Also die Creeper sehen doch alle gleich aus. Alle gleich hässlich. Mal gucken, was wir jetzt hier alles verloren haben. Natürlich haben wir jetzt einen Arsch voll Level verloren. Ja, es sind Level 5, haben 14 Level verloren. Ja, die Melodie passt ja. Hm, das war nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist aber auch schon lange nicht mehr passiert, also naja.